sondern das Beste, die beste Möglichkeit ist, dass das Kind von den eigenen Eltern erzogen wird und nicht bis 16 Uhr irgendwo anders ist und dann die Eltern mal abends 25 Minuten sieht. Wir haben in Deutschland Studien gehabt, dass einige Eltern mit ihrem Kind 25 Minuten am Tag reden. Subhanallah. Da muss man sich nicht wundern, wenn dann nachher die Menschen psychisch gestört sind oder irgendwelche anderen Probleme machen. Dann, Frau die Hand geben. Viele Leute sagen, boah, die Muslime, die geben der Frau nicht die Hand. Die haben keinen Respekt vor der Frau. Als allererstes, hier ist wieder die Wahrnehmung. In der westlichen Welt ist es so, und das kenne ich selber bei mir, ist es eine Blamage und eine Schande und ein Zeichen, als wenn man einen nicht respektiert, wenn man ihm nicht die Hand gibt. Das heißt, jemand will die Hand geben, komm, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber im Islam ist es anders. Im Islam ist es ein Zeichen von Respekt, wenn der Mann der Frau nicht die Hand gibt. Und übrigens ist die Aussage falsch, der Mann gibt der Frau nicht die Hand, sondern die Frau gibt auch dem Mann nicht die Hand. Wenn meine Frau zum Beispiel ins Krankenhaus, meine Tochter, die hat also eine Behinderung am Herz und deswegen sind wir oft im Krankenhaus. Wenn meine Frau zum Beispiel dort ist und es kommt ein Arzt rein, der will die Hand geben, sagt, gibt ihm auch nicht die Hand. Das hat also nicht damit zu tun, die Frau ist dem Mann nicht würdig, deswegen geben wir ihr nicht die Hand. Sondern es hat damit zu tun, dass es im Islam eine rote Linie gibt. Es gibt im Islam eine rote Ampel. Wir wissen, dass eine große Verführung besteht zwischen Mann und Frau. Und der Prophet s.a.w. hat uns berichtet, dass ein Ziel von dem Satan ist, Ehepartner auseinanderzubringen. Das ist ein großes Ziel. Der große Satan hat viele kleine Satane, die rumschwirren. Und eins ihrer Ziele ist es, die Ehepartner gegeneinander aufzuhetzen. Weil er weiß, dass dadurch der Gesellschaft geschadet wird. Wie verhindert man das jetzt? Es muss eine rote Linie geben. Warum in Deutschland 50% der Männer gehen in einer festen Beziehung fremd? 50%, das sind nicht meine Studien, das sind Studien von Nichtmuslimen. Wie kommt das? Es kommt durch diese, da man keine rote Ampel hat. Es fängt an, ach hallo und bla 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 und Händchen, Küsschen links, Küsschen rechts, ach ja, wir können ja auch mal ausgehen. Und dann geht der Mann mit seiner Frau und mit dem anderen Mann und seiner Frau gehen zusammen was tanzen. Dann tanzt der eine Mann mit der Frau von dem anderen Mann und so weiter und so weiter und so fort. So, und du siehst die meisten Affären, wo geschehen die? Auf dem Arbeitsplatz und unter den besten Freunden. Die meisten. Das ist, und so passiert es. Was sagt der Islam? Der Islam sagt, wir brauchen eine rote Ampel. Die rote Ampel ist hier. Diese Armlänge. Wenn du diese Armlänge nicht hast und du berührst die Frau noch nicht mal, dann kannst du auch nicht in die Verführung geraten, weil wir Menschen sind schwach. Und der Satan hängt uns im Nacken und flüstert uns ein und stellt und macht eine Frau vielleicht so schön in unseren Augen. Ja? Und wenn man jetzt die Bibel liest, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 27, dort steht auch, dass Jesus gesagt haben soll, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit lüsternem Blick ansieht, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Deswegen, wenn du eine Frau ansiehst und sie könnte dich zum Abfall verführen, so, also das ist auch die rote Ampel im Christentum. Was sollst du da machen? Bei uns sollst du nicht die Hand geben im Christentum. Dann reiße dein rechtes Auge raus und werf es vor deine Füße, denn es ist besser, dass ein Glied von dir vergeht, als dass du mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wirst. Das ist hier die rote Ampel. Das heißt, es gibt eine rote Ampel. Und jetzt frage ich jemanden, ja, für Leute, die das Christentum ernst nehmen. Ja, jetzt gehen wir nämlich mal weiter. Ist es Befreiung der Frau, wenn man in die Tankstelle reingeht oder in den Kiosk und man sieht auf jeder Zeitung oder auf 90% der Zeitung eine Frau, die dort in Unterhose liegt? Ist es Befreiung der Frau? Wenn ich hier, und ich bin gerade gefahren, hier auf dem Weg, und dann sehe ich eine Frau in der Unterwäsche auf dem Links, ist es Befreiung der Frau, wenn es in Holland 78.000 Prostituierte gibt und in England über 130.000 Prostituierte gibt, ist das Befreiung der Frau? Das sollte man sich mal fragen. Ist es Befreiung der Frau, dass du in fast jeder Werbung im Fernsehen eine Frau siehst, die halbnackt dargestellt wird? Man soll ehrlich zu sich selber sein. Ist das Befreiung der Frau oder ist das ein Ausnutzen der Frau
von das oder ist die Tatsache, die wir vor uns sehen, dass Perverse die Frau als Sexobjekt darstellen und sie ausnutzen. Was ist das? Das soll sich jeder selber fragen. So, und dann, jetzt kommt natürlich die Frage, sind Mann und Frau in der westlichen Welt, ist es so, und das kenne ich selber bei mir, ist es eine Blamage und eine Schande und ein Zeichen, als wenn man einen nicht respektiert, wenn man ihm nicht die Hand gibt. Das heißt, jemand will die Hand geben, komm, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber im Islam ist es anders. Im Islam ist es ein Zeichen von Respekt, wenn der Mann der Frau nicht die Hand gibt. Und übrigens ist die Aussage falsch, der Mann gibt der Frau nicht die Hand, sondern die Frau gibt auch dem Mann nicht die Hand. Wenn meine Frau zum Beispiel ins Krankenhaus, meine Tochter, die hat also eine Behinderung am Herz und deswegen sind wir oft im Krankenhaus. Wenn meine Frau zum Beispiel dort ist und es kommt ein Arzt rein, der will die Hand geben, dann gibt ihm auch nicht die Hand. Das hat also nichts damit zu tun, die Frau ist dem Mann nicht würdig, deswegen geben wir ihr nicht die Hand. Sondern es hat damit zu tun, dass es im Islam eine rote Linie gibt. Es gibt im Islam eine rote Ampel. Wir wissen, dass eine große Verführung besteht zwischen Mann und Frau. Und der Prophet hat uns berichtet, dass ein Ziel von dem Satan ist, Ehepartner auseinanderzubringen. Das ist ein großes Ziel. Der große Satan hat viele kleine Satane, die rumschwirren. Und eins ihrer Ziele ist es, die Ehepartner gegeneinander aufzuhetzen. Weil er weiß, dass dadurch der Gesellschaft geschadet wird. Wie verhindert man das jetzt? Es muss eine rote Linie geben. Warum in Deutschland 50% der Männer gehen in einer festen Beziehung fremd? 50%, das sind nicht meine Studien, das sind Studien von Nichtmuslimen. Wie kommt das? Es kommt durch diese, da man keine rote Ampel hat. Es fängt an, ach hallo und bla 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 und Händchen, Küsschen links, Küsschen rechts, ach ja, wir können ja auch mal ausgehen. Und dann geht der Mann mit seiner Frau, mit dem anderen Mann und seiner Frau gehen zusammen was tanzen. Dann tanzt der eine Mann mit der Frau von dem anderen Mann und so weiter und so fort. So, und du siehst die meisten Affären, wo geschehen die? Auf dem Arbeitsplatz und unter den besten Freunden. Die meisten. Und so passiert es. Was sagt der Islam? Der Islam sagt, wir brauchen eine rote Ampel. Die rote Ampel ist hier. Diese Armlänge. Wenn du diese Armlänge nicht hast und du berührst die Frau noch nicht mal, dann kannst du auch nicht in die Verführung geraten, weil wir Menschen sind schwach. Und der Satan hängt uns im Nacken und flüstert uns ein und stellt und macht eine Frau vielleicht so schön in unseren Augen. Ja? Und wenn man jetzt die Bibel liest, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 27, dort steht auch, dass Jesus gesagt haben soll, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit lüsternem Blick ansieht, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Deswegen, wenn du eine Frau ansiehst und sie könnte dich zum Abfall verführen, so, also das ist auch die rote Ampel im Christentum, was sollst du da machen? Bei uns sollst du nicht die Hand geben im Christentum. Dann reiße dein rechtes Auge raus und werf es vor deine Füße, denn es ist besser, dass ein Glied von dir vergeht, als dass du mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wirst. Das ist hier die rote Ampel. Das heißt, es gibt eine rote Ampel. Und jetzt frage ich jemanden, ja, für Leute, die das Christentum ernst nehmen. Ja, jetzt gehen wir nämlich mal weiter. Ist es Befreiung der Frau, wenn man in die Tankstelle reingeht oder in den Kiosk und man sieht auf jeder Zeitung oder auf 90% der Zeitung eine Frau, die dort in Unterhose liegt? Ist es Befreiung der Frau? Wenn ich hier, und ich bin gerade gefahren, hier auf dem Weg, und dann sehe ich eine Frau in der Unterwäsche auf dem Links, ist es Befreiung der Frau, wenn es in Holland 78.000 Prostituierte gibt und in England über 130.000 Prostituierte gibt, ist das Befreiung der Frau? Das sollte man sich mal fragen.